Freund, ja. Sogar der Herr Verkehrsminister aus Wien ist extra dafür angereist. Und dann hast du zu mir gesagt, schau, Hedwig, wenn der Bau der Kapelle für uns anders gut ist als wie für den Fremdenverkehr, dann hat sich das schon ausgezahlt. Und was ist passiert? Du bist wieder nicht am Ball geblieben. Der Herr Minister ist abgereist. Heute ist keine Rede mehr vom Bau einer Felder-Dauernstraße etc. Und du machst dich zum Gespött von den Leuten. Und so willst du die nächste Beugungen? Nein. Die Trägheit springt nackendig um im Adamskostüm. Das Bild müsste die Verspottung des Todes heißen. Bürgermeister, Sie kennen mich. Wir haben schon ein paar Mal die Ehre gehabt. Kunz, Otto Kunz, ich komme wegen der Krieger Gedächtniskapelle, die vor einem Jahr so großartig eingeweiht worden ist. Wissen Sie, als Journalist, da fragt man sich, wie schaut's aus ein Jahr danach? Das Bauwerk steht noch. Hoffentlich noch viele hunderte von Jahren. Da ist dem Albin ein Wurf gelungen, eine Vision. Du, und der Jesus, der hat euch da so etwas gehabt, nicht? Beschnitten war er, ja, aber nicht kastriert. Und abgeschnitten haben sie es immer auch nicht. Geht nicht so. Papa? Ja. Hast du Zeit? Geht schon, Kind. Will ich mir was sagen? Gehen wir schon zu. Ja. Der Papa will sie hinlegen. Papa, erzählst du mir bitte noch eine Geschichte. Und eine Frau, du warst schon wohl auf der Bank mit den Socken. Bitte, Albin Kind, schau, was ich da hab für dich. Was ist denn das? Das sind Socken. Nimm.